Das tat ganz Not, denke ich. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hatten, aber jetzt wird's Nacht. Ist das gut oder schlecht, ist die Frage. Egal, wir machen das jetzt einfach. Philly Boy, wir kommen. Zeig mal, was du jetzt für uns hast. TNT Whiskey. Hey Phil, how's it going? Hey, Connie! Oh, Suppi. How you doing? It's been too long. I swear you should lay off that boomshine, man. It smells like paint stripper. It's make my eyes burn. Shh, Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Don't you worry about the smell. Oh. You just watch this. Shitty cheap badness or something. There's some more on the bench. Ach, was ein Trottel. Ach nee. Ach Gott, schnell bringen Phil ins Krankenhaus. Ja, super. Also, weißer Schleier und es wackelt. Verzieht er von allein? Oh. Ja, das war jetzt aber gemein. Also, schon irgendwie. Und ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nichts. Das ist doch beschissen hier. Oh Gott, da bin ich ja mal auf die Aufnahme gespannt. Bei YouTube sieht das ja immer noch ein bisschen anders aus, wie wenn man das selbst spielt. Oh Gott, das Leben von Phil geht aber fix runter hier. Aber langsam wird es wieder besser. Jetzt sehe ich zumindest wieder was. Das wäre bestimmt mit dem Blood Patch schön gekommen, dort die Explosion. Hier, könntest du mal... Hallo? Hallo? Ach nee. Ja, ja, der Viet Cong, ne? Ach gut, das schaffen wir. Wenn wir jetzt nicht gerade hier alles mitnehmen. Wunderbar, so. Ums Eck. Ach, da ist es ja schon. Super. Ja, lass ihn alleine laufen. Ist okay. Der hat sich bloß gerade einen Arm weggesprengt. Das sieht aber lecker aus mit dem Knochen, der sich so rausguckt. Filmmissionen erfüllt. Supi, das war's jetzt. Bei Phil gibt es, neue Waffen zu kaufen. Die ganz dicken Oschis. Das ist doch schick. Und dafür gibt's auch nochmal $4000. Und ja, jetzt haben wir eine Blitzheilung von unserer... Boomschein Totalbenebelung. Also ich frage mich, was das für ein Zeug ist. Das kann ja schlecht einfach nur Alkohol sein. Aber ja, wenn die Leute das trinken wollen, also die Love Fist Jungs, die haben das ja offenbar wie Wasser gesoffen. Hier, als das in der Bombe drin war da. So, und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg zum Taxiunternehmen, denn wir haben die Hütte ja jetzt gerade mal gekauft. Und da gab es ja auch Missionen, wie es aussah. Ich habe natürlich auch mal geguckt, ich habe mich ja schlau gemacht gehabt. Ich habe natürlich auch mal geguckt, was wir noch so kaufen können. Und ja, es gibt noch so die ein oder andere Hütte. Gucken wir mal, wer jetzt mit uns quatschen will hier. Ja, kein Ding, Phil, kein Ding. Passt schon. Haben wir gern gemacht. So, speichern. Wunderbar. Man merkt vielleicht, ich speichere öfter. Es könnte daran liegen, dass jetzt ich so ein gebranntes Kind bin, was so das Hängenbleiben angeht. Und wir haben schon gemerkt, jetzt auch gerade wieder bei der Mission mit dem Waffenschieber, dass das Spiel nicht ganz bugfrei ist. Und ja, das, ja, ich will halt nicht unbedingt jetzt 70.000 Missionen nochmal spielen müssen, wenn das wieder mal hängen bleiben sollte. Fangen wir aber einfach mal mit den Taxi-Missionen an. Jo, der Chef macht das. Hol die VIP auf Starfish Island ab. Oh, ich war falsch rum. Eine Minute. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das denn? Ja, VIP, die Mission, habe ich jetzt nicht gesagt, weil die gleich zu quatschen angefangen hat.
ums Eck und schnell wieder Wind. Taxi, Flieg und Sieg. Ja, also wir sind jetzt die Cabbies hier sozusagen. Das heißt also, diese viereckigen, die eckigen Taxis, das müssten dann die Bösi-Taxis quasi sein. Jetzt nehme ich mal so an. Huch, tut mir leid, gute Dame. War nicht so geplant. Ach, da ist es schon. Gut, das schaffen wir. Das schaffen wir. Da können wir sogar nachher mal uns ordentlich postieren. Drück auf die Hupe. Merp. Du Penner! Na was? Jetzt gibt's Krieg! Komm schon! Du bist dran, du Sau! Wir können es auch so machen. Ja! Ja, könntest du mal bitte meinen Gast hier nicht überfahren, meinen Fahrgast? Du Penner! Bist du denn? Na warte! Na warte, dich krieg ich, du Sau! Wie jetzt? Ach, ich werde nicht vom Glück gesegnet, habe ich das Gefühl. Weg da! Jetzt bin ich aber schon ein bisschen angefressen. Und ich werde nie wieder diese verkackten Drecks-Taxifahrer von den viereckigen Taxis am Leben lassen! Für diesen Frevel. Ich fass es nicht. Überfährt er mir meinen Fahrgast, der Penner, nur weil ich dem das Taxi kaputt gemacht habe. Das geht doch überhaupt nicht. So. Weg da. Na supi, Haitianer voller. Was ist denn hier los? Na hallo, geht's noch? So, weg da, weg da, weg da. Ich überfahre euch hier, Penner. Also, auf ein neues. Und diesmal sind wir gerüstet. Gewappnet, wie auch immer. Wir werden den Penner auslöschen, wenn wir vorher keinen Unfall haben. Also, irgendwie ist das ganz schlimm hier mit der Fahrphysik in Vice City. Also, ich hoffe, das ist dann, wenn wir irgendwann mal GTA 3 spielen, nicht auch so. Ich glaube in San Andreas, also ich kann mich, in San Andreas habe ich halt bis zur Vergasung gezockt, deswegen werde ich da dann auch ein bisschen mehr wissen noch als hier. Also wenn ich mich an San Andreas erinnere, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da die Fahrphysik so schlimm gewesen wäre. Also das ist ja echt extrem hier. So, nochmal rumgedreht. So. Hallo. Na geht doch. Jetzt bist du dran, du Penner. Oh. Ah. Nein, was mach ich denn? Jetzt habe ich mir den Fahrgast selbst erschossen. Oh Mann, das kann man gar keinem zeigen hier. Das ist ja schlimm. Also nicht, dass ich den Fahrgast erschossen habe, sondern wie ich hier abfehle. Das ist mir bewusst mit dem Fahrgast eigentlich. Aber, halt, wir nehmen jetzt erstmal die Muni hier mit. Gibt's denn das? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, also die Einstiegsmission für das Taxiunternehmen zum dritten Mal. Blabla. Und ab dafür. Ich muss mal hier einen anderen Sender reinmachen. Das ist ja schrecklich. Machen wir mal wieder. Vorsicht, Vorsicht. Was haben wir denn jetzt drin? Ach, klingt ganz okay. Können wir lassen. Weg da. Hm, mache ich das mit dem Schießen nochmal? Ich will aber nicht, dass der Penner mir den dann wieder überfährt. Aber ich will eigentlich auch nicht, dass ich mir den selbst erschieße. Na, mal gucken. Ich glaube, ich postiere mich diesmal so, wie jetzt beim zweiten Mal, höre aber auf oder schieße nicht.
lass den einsteigen und dann schieße ich. Also ich will dem Arschgesicht hier auf jeden Fall die Seele aus dem Leib schießen. Hallo? Ja, geht doch. Ach, damit hat sich das da schon erledigt. Huh, das war knapp. Aber schön, dass der dumme Taxifahrer sich gerade selbst ertränkt hat. Das erleichtert mir das Leben natürlich immens. Und jetzt können wir den hier gemütlich zum Flughafen fahren. Das nenne ich doch Service, oder? Taxi Plus könnte man das ganze Konzept nennen. Also Verteidigung des Fahrgastes gegen andere Taxis oder sowas. Weg da, du Arsch. Eigentlich hast du es verdient zu sterben, schließlich gehörst du auch zu denen. Komm schon. Ja, renn nur. Es wird dir nichts helfen. Zack. War da gerade ein Bulle? Nein, aber da. Schnell weg. Also ich glaube, ich werde so einen kleinen Krieg jetzt gegen das andere Taxiunternehmen anfangen. Schon aus Prinzip, ich meine, das kann aber nicht wahr sein hier. Die Rossetti Gang muss siegen, egal wie. So, zacki zacki ins Ziel, weg da. Bitte aussteigen. Ja, geh noch langsamer. Ach so, gut. $1000 gehen. Aber immerhin haben wir es geschafft. Die eigentlich total sinnlose Mission. Und wir haben uns wieder angestellt. Also ich wieder mal habe mich angestellt. Das geht gar nicht. So, dann auf zur nächsten Runde. Mal gucken, was jetzt so kommt. Vielleicht warten die anderen Taxifahrer jetzt mit Panzern auf oder sowas. Und wir müssen die irgendwie klein kriegen. Wäre doch auch mal was, oder? So ein Panzer mit einem Taxizeichen obendrauf. Quietschgelb angemalt. Wäre mal was anderes auf jeden Fall. Ja, ich verzichte jetzt mal drauf, den Typen da zu eisen. Haha. Kalt zu machen, wollte ich sagen. Ja, ist schlimm, wenn man so ab und zu im Englischen drinsteckt, ne? Da fallen eben dann manchmal die deutschen Worte nicht ein. Ach, hier ist doch... Kurze Besichtigung. Ach, wie schön, die Ruine. Wer da wohl wieder das Stadtbild nachhaltig geprägt hat, ich weiß es nicht. Weg da! Da haben wir schon die nächsten, die wir nicht leiden können und gleich ausradieren müssten eigentlich. Ach, hier steht noch das alte Taxi rum. Dann flankieren wir mal den Eingang hier. So, haben wir noch... Ach, wir haben keine Muni mehr für die MP. Hm. Dann, ja, dann behalten wir das Gewehr in der Hand. So, speichern mal wieder. Weil Leben und so, ne? Ach, ich hätte jetzt aber eigentlich schon ganz... Ach, Mist. Ach, komm, scheiß drauf. Wir starten einfach mal hier. Ach, ich finde sie sehr sympathisch, die Frau. Schalte drei Taxis, da kommt... Oh, na super. Das ist jetzt... Ach, ich kann nicht schießen mit der. Das ist total bescheuert jetzt. Total bescheiden, denn wir haben nichts zum Schießen. Oh. Und wir fahren gegen die Laterne. Aber wir scheinen ja so viel Zeit, wie wir wollen zu haben. Hallo? Kommt der jetzt ums Eck, oder... Ja,